Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin Kapitänleutnant Nana Ehlers und begrüße Sie hier in Berlin im Bundesministerium der Verteidigung. Heute wollen wir Ihre Fragen beantworten, die Sie uns bei den sozialen Medien und auch über den Bürgerdialog gestellt haben. Mir gegenüber sitzt General Eberhard Zorn. Er ist der Generalinspekteur der Bundeswehr und somit der ranghöchste Soldat und truppendienstlicher Vorgesetzter aller Soldatinnen und Soldaten, die wir in den Streitkräften haben. Guten Tag, Herr General. Tag, Frau Ehlers. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar hat sich unsere Welt nun mal verändert. Wie haben Sie persönlich die letzten Wochen wahrgenommen? Ja, wir haben ja den Truppenaufmarsch der russischen Streitkräfte entlang der ukrainischen und belarussischen Grenze über viele Wochen schon verfolgt, waren aber immer der Auffassung, dass es nicht zu einem Angriffskrieg kommen wird. Einfach im gesamtpolitischen Kalkül. Insofern war das für uns in der Tat eine Zeitenwende, wie der Krieg in Europa, ein Punkt, mit dem wir alle so seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gerechnet haben und der uns natürlich für große neue Herausforderungen gestellt hat. Persönlich habe ich das hier erlebt in Berlin. Wir haben also unmittelbar an dem Tag natürlich dann, wie man so schön sagt, auch Alarm gehabt. Das heißt also, das war sofort alles für alle Soldaten und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass wir in unsere Büros gekommen sind. Wir haben das Lagezentrum aktiviert, haben uns sofort ein Bild der Lage dort vor Ort gemacht und mit allen Mitteln verfolgt, was letzten Endes dort passiert ist. Also eine wirklich dramatische Zeit, die uns alle auch durchaus emotional angefasst hat. Vielen Dank für den persönlichen Einblick. Wir sind alle durch die Meldungen sehr beunruhigt zurzeit. Man hört Dinge wie Luftraumverletzungen über Schweden. Putin droht mit Atomwaffen. Nun ist eine Frage, die wirklich häufig gestellt wird: Droht uns hier in Deutschland ein Krieg? Das würde ich jetzt erstmal verneinen, weil wir einmal, was das Thema Atomwaffen betrifft, das klar als eine strategische, politische Waffe sehen, auch als strategisches Handeln von Präsident Putin. Wir sehen keine Bewegungen aktuell, wonach in irgendeiner Form Nuklearwaffen beladen werden, aufmunitioniert werden oder in Abschusspositionen gebracht werden. Das heißt, im Augenblick sehen wir also keine Nuklearkriegbedrohung in dieser Form. Wir sehen auch keine Bedrohung von NATO-Staaten. Das heißt, im Augenblick richtet sich der Krieg der russischen Streitkräfte gegen die Ukraine. Es gibt keine Signale, die wir haben, dass es gegen NATO-Staaten geht. Und insofern ist auch das Thema eines Artikel 5, also eines Verteidigungsfalls, im Augenblick nicht das Thema, was uns bewegt. Sie sind nun mal der ranghöchste deutsche Soldat und auch nach Ihren Einschätzungen jetzt, Sie werden keine Glaskugel haben. Dennoch, wie bewerten Sie das? Welche Strategie verfolgt Putin zurzeit? Was will er? Also unser Eindruck ist, dass er das Land komplett erobern will und sich damit auch einverleiben will in den Kontext Russlands. Das macht er strategisch, indem er natürlich die Hauptstadt Kiew in erster Linie angreift, aber vor allem auch entlang der Landesgrenze Ukraine-Russland praktisch im Wesentlichen von Norden, von Osten, inzwischen jetzt auch von Süden her das Land angreift und von dort dann auch damit die dort vorhandenen größeren Städte einnehmen will. Zumindest einnehmen, mindestens aber einschließen. Wir sehen zurzeit, dass es auch erhebliche zivile Kollateralschäden, zivile Verluste, viele Tote hat, sodass wir auch hier den großen Druck sehen, mit dem der Angriff läuft. Das Kernziel ist am Ende wirklich, sich eben dieses Landes zu bemächtigen, die Regierung abzusetzen. Das ist das strategische Ziel, was wir erkennen. Und dann eben im Weiteren zu entsprechenden Verhandlungen zu kommen, die ihn dann in eine positive Situation hineinstellen. Und jetzt von Putins Zielen zu der Lage in der Ukraine. Wie bewerten Sie das, was jetzt in der Ukraine geschieht? Und wie denken Sie, geht es weiter in der Ukraine? Ja, was jetzt geschieht, ist in der Tat, wir sagen es aus militärischer Sicht, schon die nächste Angriffswelle, die über das Land rollt. Wir haben beobachtet eine erste Angriffswelle, die überwiegend zum Ziel hatte, strategische Kernpunkte auszuschalten, also beispielsweise Flugplätze. In sehr hohem Umfang wurden die von Anfang an zerstört. Ebenfalls auch militärische Infrastruktur, militärische Kernziele wurden angegriffen und auch zerstört. Das heißt, der erste Schwung ging gegen militärische Kräfte, Soldaten, Armeeteile wie auch gegen Einrichtungen. In der zweiten Welle beobachten wir jetzt, dass damit einhergeht jetzt das Einschließen von großen Städten und damit erheblich auch die zivile Bevölkerung letzten Endes angegriffen wird.
Und wir erwarten weiterhin weitere Wellen, entweder mit Luftstreitkräften, die dann diesen Angriff weiter unterstützen, oder aber auch eine weitere dritte Welle mit Landstreitkräften, die dann den Angriff noch weiter in die Tiefe des Landes hineinbringt, um dann am Ende wirklich das Land zur Kapitulation zu zwingen. Wenn wir das nun zusammenfassen, was Sie denken, was Putin will und was Sie erwarten, was geschieht, wie unterstützt Deutschland zurzeit die Ukraine und wie wird sich diese Unterstützung entwickeln? Also es ist klar gesagt worden, dass wir seitens der NATO, aber auch vor allem auch seitens Deutschland nicht mit Soldaten in der Ukraine aktiv werden. Das ist definitiv so und das ist auch aus allen politischen Quellen so zu hören. Auch darauf stellt sich hier zu Hause in der Bundeswehr niemand ein. Wir unterstützen mit den Möglichkeiten, die wir haben, also entweder mit humanitären Mitteln, also Medikamente, mit sanitätsdienstlicher Ausstattung, auch teilweise mit Waffen und Munition, immer dort, wo es völkerrechtsmäßig machbar ist und wo es uns selber auch nicht schwächt. Also wir geben jetzt keine Dinge ab, die uns selber praktisch dann in die Lage versetzen, nicht mehr unseren Auftrag erfüllen zu können. Also insofern greifen wir auf das zurück, was wir noch haben und stellen das dann auch zur Verfügung. Man hört ja auch in vielen Fällen die Forderung nach einer Also ein Aktivwerden der Bundeswehr kann so ausgeschlossen werden in der Ukraine, wenn ich das so verstehe. Nun hören wir aber, dass mehrere Soldatinnen und Soldaten verstärkt nach Litauen geschickt werden, wo wir nun auch schon seit über 5 Jahren präsent sind und auch eine Führungsrolle wahrnehmen. Warum sind unsere Soldatinnen und Soldaten dort und was hat das mit der Ukraine-Krise zu tun? Ja, zunächst mal hat die Ukraine-Krise ja auch eine Historie. Also das begann ja seinerzeit schon mit der Annektierung der Krim. Und aufgrund dieser Tatsache hat ja die NATO entschieden, dass wir diese Enhanced Forward Presence Bataillone im Baltikum stationieren, in Polen. Das war der erste Schritt. Und wir diese Kräfte dort jetzt seit dieser Zeit auch unter nationaler Führung dann in Litauen führen. Die anderen Länder werden unterstützt durch andere Nationen, zum Beispiel Amerika oder durch Kanada. Wir führen eben in Litauen dieses Bataillon zusammen mit anderen Nationen. Also solche mit den Niederlanden, mit Norwegen, mit Kroatien, mit Frankreich, die in unterschiedlicher Kombination dort mitmachen, sodass wir im Grunde damit Litauen eine Rückversicherung geben, dass sie Bestandteil der NATO sind, wissen sie, aber dass sie auch dort eine Präsenz von NATO-Streitkräften haben, erhöht den Abschreckungsgrad. Denn es ist ein Riesenunterschied, ob ein Land alleine dasteht und dann im Grunde möglicherweise bedroht wird, in dem Fall jetzt durch Russland, oder ob es sichtbar die Unterstützung hat durch NATO-Partner, die am Boden dort mit stationiert sind und die damit die Rückversicherung bilden für Litauen selber. Wir machen das, indem wir dort mit litauischen Streitkräften viele, viele Übungen machen, wir damit auch einen hohen Einsatzgrad der Streitkräfte dort unterstützen und damit Abschreckung produzieren gegenüber Russland. Das hat bisher auch geklappt. Denn wenn man jetzt schaut, was auf der jeweiligen anderen Seite der Landesgrenze der baltischen Staaten passiert, erkennen wir dort nirgendwo Vergleichbares, wie wir es in der Ukraine gesehen haben. Also keine Zusammenballung von Kräften, keine verstärkten Übungstätigkeiten der russischen Streitkräfte. Also da kann man sagen, die Abschreckung hat funktioniert. Allerdings sind wir auch hier wachsam. Deswegen verstärken wir in bestimmten Bereichen jetzt diese ersten Schritte, die wir zum Beispiel im Baltikum gemacht haben. Und zwar dadurch, dass wir zum Beispiel das Thema der Luftverteidigung nochmal aufgreifen. Sie sprachen das an, dass also zum Beispiel immer wieder Luftraumverletzungen stattfinden, zuletzt jetzt gesehen über Schweden. Wir unterstützen zum Beispiel in Estland regelmäßig mit unserer Luftwaffe durch das sogenannte Air Policing. Das heißt, wir überwachen dort den Luftraum zusätzlich mit den Kräften, die Estland selber stellt. Gleiches tun wir jetzt im Bereich der Luftverteidigung. Wir werden also in Litauen jetzt auch Luftverteidigungskräfte einbringen, die dort den Schutz der Streitkräfte weiter garantieren werden. Sie sprachen gerade das Air Policing an. Jetzt als Sofortmaßnahme auf die Krise wurden auch noch weitere Eurofighter nach Rumänien geschickt, sodass wir dort jetzt 6 Eurofighter haben. Ist das in Ihrer Sicht eine ausreichende Anzahl, um ein Air Policing dort durchzuführen? Ja, man darf nie im Grunde die Betrachtung nur rein national durchführen. Ich lese das leider immer wieder. Es wird so getan, als müsste die Bundeswehr ganz alleine Rumänien schützen. Also wir sind dort unten zusammen mit Italienern, mit Großbritannien, mit den rumänischen Streitkräften selber und mit Amerika. Alle stellen das bereit, was sie aus ihrer Sicht bereitstellen können. Wir haben das in den vergangenen Jahren auch immer wieder getan, also zum Beispiel mit Italien oder mit Großbritannien zusammen und dann natürlich mit Rumänien selber. Und das, was wir über die vielen Jahre jetzt schon erprobt haben, haben wir jetzt realisiert. Und das startete zunächst mal mit einem geplanten Vorhaben. Wir wollten mit 3 Eurofightern wiederum eine gemeinschaftliche italienisch-deutsche Air Policing-Mission dort fahren. Aufgrund jetzt des ausgebrochenen Krieges
wurden wir dann gebeten, das zu verlängern in der Zeit. Das heißt, wir bleiben auf jeden Fall jetzt bis Ende März. Wir haben des Weiteren eine Erhöhung unserer eingebrachten Eurofighter eingebracht, also Verdopplung von 3 auf 6. Die Italiener haben das ähnlich getan. Jetzt sind die Amerikaner noch mit an Bord. Rumänien fliegt selber. Also damit schafft man es leicht, den Luftraum dort auch entsprechend vernünftig zu überwachen und damit auch wiederum eine Abschreckungskulisse zu garantieren. Bleiben wir beim Thema Zahlen, Ausrüstung, Material. Das ist auch so viel Thema wie noch nie in den Nachrichten. Verteidigungspolitik zum einen, aber auch die Ausrüstung der Bundeswehr zum anderen. Der Bundeskanzler hat selbst uns ein Sonderbudget von 100 Milliarden Euro versprochen. Auf der anderen Seite kommen bei uns immer wieder Kommentare und Nachrichten an, die wortwörtlich zur Kenntnis haben, selbst können wir uns doch gar nicht verteidigen, außer uns zu ergeben, wir haben ja keine Chance. Wie schätzen Sie die Fähigkeit der Bundeswehr ein, Deutschland selbst zu verteidigen? Auch hier muss man das Thema im Bündnisrahmen sehen. Und das zwar schon seit Gründung der Bundeswehr. Ich darf mal im Kalten Krieg beginnen. Auch im Kalten Krieg hat die Bundeswehr nicht selber ganz alleine das Land verteidigt, sondern in der damaligen sogenannten Schichttorte waren wir immer zusammen mit unseren Bündnispartnern. Also alle europäischen Staaten waren seinerzeit entlang der Landesgrenze stationiert. Es waren also nicht nur die deutschen Kräfte, die das ganz alleine gemacht haben. Es war immer im Bündnis zusammen mit der NATO, mit unseren Partnern und das auch auf unserem Boden. Das setzte sich natürlich auch danach fort und ist auch heute noch so. Nur heute findet sich das Bündnis und der Bündnisverteidigungsfall letzten Endes etwas weiter im Osten. Das heißt entlang der Grenzen des Baltikums, Polens bis runter nach Südosteuropa. Das heißt, wir sind nicht mehr Frontstaat, sondern, wenn Sie so wollen, sind jetzt die osteuropäischen Staaten im Grunde der Frontstaat. Und wir tun jetzt das als Deutschland, was damals zum Beispiel Amerikaner, Franzosen, Briten für uns in Deutschland gemacht haben. Das heißt, wir unterstützen, wie eben geschildert an der EFP in Litauen, wir unterstützen die anderen jetzt bei der Bündnisverteidigung. Insofern ist das eigentlich der Rahmen. Es geht also nie darum, dass die Bundeswehr etwas alleine tut, sondern immer im Kontext des Bündnisses bei anderen, in dem Fall dort auf deren Territorium, aber selbst sogar für unseren eigenen Landesverteidigungsfall würden wir immer das Ganze in einem Bündnisrahmen sehen. Von daher ist es nicht apodiktisch zu beantworten, sondern wir müssen immer sehen, welchen Beitrag liefert die Bundeswehr zu dieser Bündnisverteidigung. So, und um das jetzt mal aufzunehmen, wir stellen seit dem 1. Januar, und zwar jetzt für insgesamt 3 Jahre, zwischen 11.000 und 16.000 Soldaten aus allen Teilstreitkräften, also Heer, Luftwaffe, Marine und den Unterstützungsbereichen, ab für die Bündnisverteidigung. Die sind eingemeldet, die sind ausgestattet und die sind ausgerüstet. Mit dem Material, modernsten, was wir haben. Die haben auch alle komplett ihre Munition. Also hier ist weder die Rede von fehlenden Ausstattungsteilen, noch können wir hier klagen über den Ausbildungsstand. Das ist der Anteil dieser Bündnisbeiträge, den wir zu stellen haben. Was wir jetzt noch zusätzlich gemacht haben, und da reden wir jetzt von den Kräften, die wir noch nach Litauen verlegt haben, von den Kräften, die jetzt zum Beispiel über Rumänien oder Polen fliegen, die jetzt in die Slowakei gehen sollen, wenn das alles am Ende abgeschlossen ist, das sind Kräfte, die wir noch zusätzlich dazu bringen. Und da sind wir im Moment der zweitgrößte Truppensteller in der NATO für alle diese gesamten Pakete. Und das ist das, was zum Bündnis und zu seiner Loyalität gegenüber den Nachbarstaaten im Prinzip beiträgt. Insofern ist meine Antwort, ja, wir haben eine ganze Menge geplant, was das Thema Bündnisverteidigung betrifft. Das sind diese 11.000 bis 16.000. Wir können auch noch ein Stückchen dazu. Aber jetzt sind wir an der Stelle angekommen, dass wir tatsächlich an der Grenze angekommen sind. Und das ist genau das Defizit, was wir seit Jahren mit uns umherschleppen, in der Ausrüstung, aber natürlich dann auch in der jeweiligen Modernität der Ausrüstung. Und das soll jetzt mit dem 100-Milliarden-Paket auch abgedeckt werden. Vielen Dank, Herr General, für Ihre offene und auch wirklich umfangreiche Einschätzungen zu diesem Thema. Das führt mich auch schon zum Ende unseres Interviews. Wir haben uns ja bewegt von der Lage in Russland und der Ukraine über Landes- und Bündnisverteidigung bis hin zu der Lage in Deutschland und der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Dafür bedanke ich mich für Ihre Einschätzung hier. Und vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, Sie bald wieder hier im BMVG zur nächsten Fragerunde begrüßen zu können.